Als nächster Redner hat sich Kollege Lenders von der FDP-Fraktion zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege Lenders, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kollegin Waschke, das Gelächter und die Verwunderung war wahrscheinlich in diesem Hause so groß bei der Rede, weil wir irgendwie den Eindruck hatten, das ist die falsche Rede. Sie hatte nun mal leider überhaupt nichts mit der großen Anfrage zum Handwerk zu tun. Sie sind nun mal leider überhaupt nicht auf die Details eingegangen und dann auch noch in Teilen, muss man sagen, auch einfach eine falsche Wahrnehmung. Das Handwerk lässt keine Gelegenheit aus, in Veranstaltungen, bei parlamentarischen Abenden, in Veröffentlichungen das Mittelstands- und Vergabegesetz von CDU und FDP in den höchsten Tönen zu loben. Und ich weiß nicht, auf welchen Veranstaltungen Sie gewesen sind, zumindest die, die Sie ja hätten erreichen können, hätten Sie das auch wahrnehmen können. Da wird ganz ausdrücklich gelobt, dass wir niedrige Hürden für das Handwerk haben, dass wir hohe Freigabegrenzen aus dem Konjunkturprogramm festgeschrieben haben, eine zentrale Forderung des hessischen Handwerks, dass eine klare Ablehnung von vergabefremden Kriterien, da wird dann auch der SPD-Entwurf auch gleich in die Kritik genommen, und dass es eine klare Mittelstandsdefinition gibt und auch, dass dem Grundsatz privat vor Staat, da hat auch die SPD manchmal so ihre Schwierigkeiten, das ist auch eine klare Forderung des hessischen Handwerks und wir haben es umgesetzt, meine Damen und Herren. Und wir haben das auch schon an anderer Stelle gemacht mit dem Kapital für Kleinunternehmen oder auch mit dem Wohnraumfördergesetz, denn das sind auch alles Maßnahmen, die direkt und indirekt vor allen Dingen dem hessischen Handwerk zugutekommen. Meine Damen und Herren, die Anfrage ist sehr umfangreich, sehr detailliert und sie wird dazu dienen, dass wir unsere Entscheidungen noch zielgerichteter treffen können, dass wir die Maßnahmen, die zur Förderung der Wirtschaft für die hessische Handwerksbetriebe sind, dass wir die noch viel zielgerichteter ausrichten können. Und an der Stelle auch der Verwaltung in der Landesregierung mal vielen Dank gesagt für diese detailgenaue Arbeit. Meine Damen und Herren, ich finde sehr schön, dass die Landesregierung in ihrer Antwort vor allen Dingen den Aspekt der Familienunternehmen herausgestellt hat. Man findet eigentlich selten ein Papier, wo dieser Aspekt so deutlich hervorgehoben wird. Auch die Rolle, die die Wirtschaftskraft von nebenan, denn das ist das Handwerk, es ist die Wirtschaftskraft von nebenan. Gerade im ländlichen Raum spielt, das kommt auch mit dieser Anhörung ganz genau heraus, meine Damen und Herren. Das Handwerk ist das Rückgrat der mittelständischen Wirtschaft und in vielen Bereichen des ländlichen Raums auch noch der Hauptarbeitgeber, meine Damen und Herren. Und das Handwerk nimmt die Herausforderung der Ausbildung an. Herr Schaus, Ihre These der Ausbildungsumlage, schön, dass Sie sie jetzt hier ja dann mal wieder untergebracht haben. Meine Damen und Herren, eine Ausbildungsplatzumgabe führt am Ende nur dazu, dass die Unternehmen, die es leisten können, davon freikaufen und noch mehr die Verantwortung auf den Staat, das heißt auf den Steuerzahler, abwälzen. Meine Damen und Herren, das Handwerk, das deutsche Handwerk, das hessische Handwerk ist derjenige, der über Bedarf ausbildet. Und das Handwerk ist da stolz drauf, meine Damen und Herren. Sie hören da nie ein Gejammer. Das Handwerk ist da stolz drauf, meine Damen und Herren. Und die Ausbildungssituation ermöglicht auch sehr gute Aufstiegschancen über die betriebliche Ausbildung, über die Meister bis hin zum Vollstudium. Wer hat das gemacht, dass ein hessischer Handwerksmeister heute ein volles Studium an einer Universität machen kann? Das waren CDU und FDP, das waren nicht Rot und Grün. Und das, was wir auch geschaffen mit dem Vergaberecht, ist möglichst größte Transparenz. Die Vergabe wird vor allen Dingen daraus geprägt, dass ein Wettbewerber weiß, dass eine Ausschreibung auf dem Markt ist. Transparenz schaffen auf dem Markt, das sind die besten Wettbewerbsbedingungen, die Sie für das hessische Handwerk schaffen können, meine Damen und Herren.
Und natürlich spielt dabei auch eine Rolle, das kann man ja gar nicht wegdiskutieren, energetische Sanierung. Der ganze Bereich, der aus den erneuerbaren Energien kommt. Ja, natürlich, das ist ein Motor für das hessische Handwerk und auch viele andere Bereiche in der hessischen Volkswirtschaft. Aber bleiben wir doch mal dabei. Gerade warum? Es ist ein hochsubventionierter Markt. Und man muss es ab und zu mal wieder sagen dürfen. Subventionen wirken wie eine Droge. Sie machen abhängig. Und sie müssen langsam einen Ausstieg schaffen, um nicht wirklich Strukturverwerfungen in solch einem Markt zu haben. Sie brauchen einen Paradigmenwechsel. Und deswegen ist es richtig, dass wir über andere Modelle als das jetzige EEG nachdenken, meine Damen und Herren. Es ist volkswirtschaftlich geboten. Also Sie haben es doch selber angesprochen, Herr Schaus. Und wenn SPD und Grüne ihre Blockadehaltung, ihre Blockadepolitik im Bundesrat mal etwas aufgeben würden, dann kämen wir bei der energetischen Sanierung von Einfamilienhäusern und von großen Wohnblocks, da kämen wir da auch viel schneller weiter. Aber die Blockadehaltung von SPD und Grünen verhindert an der Stelle eben auch ein kleines Konjunkturprogramm für das Handwerk, meine Damen und Herren. Was wir sehen, ist, dass die Messeförderung, die Beschaffungsmärkte, die Exportmärkte, Delegationen, das ist heute längst nicht mehr alleine ein Thema von Wirtschaftsförderung für die großen Unternehmen. Es ist längst beim Mittelstand angekommen. Und auch das Modell des Huckepacks, was Dieter Posch noch auf den Weg gebracht hat, kann gerade für mittelständische Handwerksbetriebe ein Modell sein, um auf neuen Märkten Tritt zu fassen. Das ist Wirtschaftsförderung, wie sie richtig gemacht wird. Das ist Wirtschaftsförderung, wie sie bei den Unternehmen auch ankommt. Und das Handwerken, das finde ich auch sehr schön, das hat auch gezeigt, dass wir einen Strukturwandel haben. Wir haben heute Bäckereien, die haben 500 Mitarbeiter. Wir haben einen Elektroinstallationsbetrieb, der hat 800 Mitarbeiter. Und wenn ich die Diskussion, die Kollegen haben mich davor gewarnt, wenn ich die Diskussion von eben nochmal aufgreife, einer der größten und wichtigsten Bereiche im hessischen Handwerk, im Handwerk überhaupt, ist die Leiharbeit. Das Handwerk käme heute um die Leiharbeit nicht mehr drumherum. Sie deckt die Spitzen ab. Sie hilft, die Konjunkturschwankungen abzufangen. Mal haben sie große Aufträge, mal haben sie kleine Aufträge. Um diese Schwankungen abzufangen, ist die Zeitarbeit unerlässlich, gerade für die Handwerksbetriebe. Das heißt, die Leiharbeit, gerade in diesem Bereich kaputt zu reden, da vergehen sie sich dann auch an dem Handwerk. Wer die Lippenbekenntnisse zum Handwerk permanent abgibt als Rückgrat des Mittelstands, muss auch Ja sagen zur Leiharbeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Lenders.